Berufsweltmeisterschaft ist der führende internationale Wettbewerb im Bereich der handwerklichen und industriellen Qualifikationen. Das Großereignis findet alle 2 Jahre in einem anderen Gastgeberland statt. Jugendliche aus aller Welt im Alter bis 22 Jahre hatten heuer die Gelegenheit, ihr fachliches Können in 39 offiziellen und 9 weiteren Vorführdisziplinen unter Beweis zu stellen. Mit dabei auch der junge Sanitätsinstallateur Christian Wurm aus der Gemeinde St. Leonhard im Team Austria. Er setzte sich in seiner Branche durch und erkämpfte die Bronzemedaille für Österreich. Ja, eigentlich ist es mir gut gegangen, sonst hätte ich eine Bronze gemacht. Es war 4 stressige Tage waren das. Gut überstanden. Was war da so zu machen? Was war die Arbeit? Rohmontage. Montagewand mit 2,50 Meter x 1,50 Meter. Dort muss man die Montage aufbauen. Ausgebildet wurde Christian bei der Firma Steninger aus Bregarten. Ja, wenn man ein tolles Team hat, also als Arbeiter und ein tolles Team im Büro hat, dann ist man sicher stolz drauf. Also das stärkt das Selbstbewusstsein, wenn man einen potenziellen Weltmeister überhaupt hat. Ne? Wir haben jetzt schon sicherlich um die 80 Lehrlinge ausgebildet, das heißt die Firma gibt und jetzt ist endlich einmal ein Weltmeister dabei oder zumindest ein Bronzeträger, ist ein tolles Gefühl, also es macht stolz. Ja. Ist er irgendwie aufgefallen, der Christian, im Betrieb? Ja, von Haus aus schon, weil er in der Schule immer Auszeichnungen gehabt hat. Haben wir auch Kollegenfirma, aber er hat alle 4 Jahre immer Auszeichnungen gehabt und war immer sehr gut in der Werkstatt. Und vor allem ein sehr, sehr ruhiges Gemüt hat er. Und die Ruhe macht das schon bezahlt und 100.000 Leute vorbei marschieren bei so einem Bewerb, da muss man ruhig sein, dass man Möglichkeiten hat, sich da zu konzentrieren. Ne? Die Wirtschaftskammer legt hohen Wert auf gute Ausbildung und unterstützte bereits im Vorfeld zur Berufsweltmeisterschaft die Teilnehmer. Ja, wir sind natürlich unglaublich stolz auf den Christian Wurm, weil man weiß, es ist ja eine Vorausscheidung. Es waren ungefähr 800, die sich dafür beworben haben. Und das zeigt natürlich die Qualität des Ausbildungsbetriebes, aber vor allen Dingen auch des Christian Wurm, der wirklich, was ich gehört habe, sehr cool und sehr relaxed und sehr sicher diese Auszeichnung mit nach Hause genommen hat. Es hat ihm sehr viel Freude gemacht und er hat mir erzählt, er war gar nicht nervös. Er hat einfach das Können. Dass die Lehre mit Sicherheit eine zeitgemäße Ausbildung ist, beweist dieser Fall wieder einmal. Und die Lehrbilder, die Berufsbilder werden ja permanent an die Bedürfnisse angepasst. Und wir sehen auch in der Region, dass die Lehrlinge, die es bei uns gibt, auch in Linz extrem geschätzt werden. Sehr stolz, auch die beiden Bürgermeister auf ihren Christian. Ja, da sind wir natürlich gewaltig stolz. Wir sind zwar ein bisschen gewöhnt, Weltmeisterschaften oder Weltcupsieger zu haben im Sport, aber in der Wirtschaft haben wir es eigentlich überhaupt noch nie gehabt. Na klar, man ist stolz, wenn man so wen in der Gemeinde hat. Also fähige Leute kann man überall gut brauchen und das ist auch für einen Ort ganz wichtig. Auch wir von MFNs Plus gratulieren Christian herzlichst zu seinem Erfolg und wünschen ihm alles Gute.